Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea. Schön, dass auch du eingeschaltet hast. Und heute zeige ich dir, wie du dieses Strickmuster stricken kannst. Dieses Strickmuster ist reversibel. Es sieht eben auf beide Seiten gleich aus. Es wellt sich überhaupt nicht. Deswegen wäre es zum Beispiel für einen Schal ein ganz tolles Muster. Und es lässt sich auch ganz einfach stricken, denn es besteht nur aus einer Musterreihe. Und wie die geht, das zeige ich dir gleich. Ich schlage nun 14 Maschen an und währenddessen ich die anschlage, erkläre ich dir weiter. Der Strickmuster benötigt eine Maschenanzahl, die teilbar durch 4 plus 2 Maschen ist. Ich mache hier bei diesem Muster übrigens keine zusätzlichen Randmaschen. Du kannst das natürlich machen, aber die musst du dann zum Muster hinzuzählen. Dieses Muster findest du übrigens auch in der Videobeschreibung. Da stelle ich gerne meine schriftlichen Anleitungen auch rein. Beginnen wir mit der ersten und einzigen Musterreihe. Ich stricke zwei Maschen rechts, dann eine rechts verschränkt und die vierte Masche, die ist eine linke Masche. Und das wiederhole ich bis zum Schluss, bis nochmal zwei Maschen übrig sind. Also. Eine Masche rechts, die erste geht immer etwas schwieriger zu stricken. Da nehme ich mir immer meinen Zeigefinger zur Hilfe. Dann die zweite Masche rechts. Ich hoffe, du hast deine Stricknadeln schon geholt und strickst mit mir mit, denn du wirst sehen, das Muster geht ganz einfach zu stricken und macht Spaß. Also zwei Maschen rechts und dann. Die dritte ist eine rechts verschränkte. Falls du das noch nicht weißt, wie das geht, man sticht nicht normal von links nach rechts ein, sondern von rechts nach links, dass du das hintere Glied eben erwischt. Also das hintere Glied erwischen, ich zeige es dir so, und normal eine rechte rausstricken. Also hier einfach den Faden durchholen und dann eine linke. Und diese vier Maschen wiederhole ich eben. Also eine Masche rechts, dann eine zweite Masche rechts, dann eben die rechts verschränkte. Und eine linke Masche. Dann eine Masche rechts, eine zweite Masche rechts, dann die rechts verschränkte. Und eine linke Masche dann. Zum Schluss sind Nummer zwei Maschen übrig und die stricke ich beide rechts. Also die erste Masche rechts und die zweite Masche rechts. Das war's. Das ist unsere erste und einzige Musterreihe, denn alle weiteren schauen genauso aus. Ich zeige es dir noch einmal in schnell. Also immer eine rechte. Eine zweite rechte und dann eine rechts verschränkt. Eine linke und wir beginnen von vorne mit einer rechte, eine zweite rechte, eine rechts verschränkt und dann eine linke. Du siehst, das geht irrsinnig leicht und schnell von der Hand. Wenn du Anfänger bist oder gerne Maschen verlierst, dann würde ich dir empfehlen, eine Rettungslinie oder Lebenslinie einzuziehen. Dann tust du dir leichter, wenn du die ein oder andere Masche verlierst. So kannst du schneller und leichter deine Maschen wieder aufnehmen. Und wenn du das eben weiter strickst, dann ergibt sich dieses Muster mit diesen verschränkten Maschen dazwischen. Besser gefällt mir das Muster bei mir, wenn man es etwas lockerer strickt. Also das habe ich etwas lockerer gestrickt und das etwas fester. Da kommt bei mir das Muster nicht so gut raus. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank für dein Feedback. Vielen Dank für dein super Thanks. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Andrea.